Hallo, ich zeige euch jetzt, wie man so eine Stiftenbox machen kann. Das geht ganz einfach. Dazu benötigen wir ein Glas, das 6 cm breit ist und so 12 bis 13 cm lang. Dann brauchen wir 3 Farben von Gummiringen. Rosa und Lila machen wir die Streifen und Herz wird dann pink sein. Und dann benötigen wir auch noch Häkelnadel und Lumrahmen. Und die Lumrahmen setzen wir aus 2 Reihen zusammen, wo die Öffnung unten nach rechts ist und oben nach links. Wir fangen mit einem lila Gummiring an, drehen den zu einer 8 und spannen den zwischen dem zweiten und dem dritten Stift auf. Dann nehmen wir den nächsten lila Gummiring, drehen den wieder zu einer 8 und spannen den zwischen dem dritten und dem vierten Stift auf. Und wieder einen Gummiring zu einer 8 drehen und auf dem vierten und fünften Stift aufspannen. Jetzt sechsten und siebten und so bis zu dem vorletzten Stift. So, jetzt haben wir 11 Stifte aufgespannt. Den letzten Stift lassen wir frei. Jetzt nehmen wir einen lila Gummiring und spannen den zwischen dem vorletzten Stift unten und dem vorletzten Stift oben. Und den Ring drehen wir wieder zu einer 8. Den nächsten Gummiring zu einer 8 drehen und dann spannen wir den zwischen dem vorletzten Stift und dem drittletzten und so machen wir das bis zu dem zweiten Stift oben. Jetzt haben wir die Gummiringe oben auch aufgespannt und jetzt verbinden wir den zweiten Stift oben mit dem zweiten Stift unten mit einem lila Gummiring, den wir wieder zu einer 8 gedreht haben. Und die erste Reihe haben wir fertig aufgespannt. Jetzt ist rosa dran. Wir fangen wieder bei dem zweiten Stift unten an und verbinden den zweiten und den dritten Stift mit einem rosa Gummiring. Den lassen wir jetzt aber gerade drehen, nicht zu einer 8. Mit dem zweiten Gummiring verbinden wir den dritten und den vierten Stift. Mit dem dritten Gummiring den vierten und den fünften. Und so machen wir es rundherum wieder bis zu dem Stifter. Jetzt haben wir insgesamt 22 rosa Gummiringe aufgespannt. Jetzt müssen wir die ablummen. Wir fangen wieder bei dem zweiten Stift unten an und lummen die 2 lila Gummiringe, die da jetzt auf dem Stift sind, über den rosa Gummiring ab. Der rosa Gummiring bleibt auf dem Stift drauf. Jetzt ist der dritte Stift dran. Die beiden lila Gummiringe über die rosa Gummiringe zur Mitte abblumen. Rosa Gummiringe bleiben auf dem Stift drauf. Und so machen wir das rundherum. Blumen alle lila Gummiringe zur Mitte ab.
Also die untere Reihe haben wir jetzt nur noch rosa Gummiringe auf den Stiften drauf. Jetzt drehen wir das Ganze um und lumen wieder die andere Reihe ab. Lila Gummiringe zur Mitte abziehen. Jetzt haben wir alle lila Gummiringe zur Mitte abgezogen. Wir müssen die jetzt alle nach unten drücken. Und dann müssen wir wieder lila Gummiringe draufziehen. Auf den Stiften sind jetzt nur rosa Gummiringe. Wir fangen wieder bei dem zweiten Stift an. Nehmen einen lila Gummiring und ziehen den einfach auf den Stift drauf. Also wir spannen den Gummiring zwischen dem zweiten und dritten Stift. Jetzt ist der dritte und der vierte Stift dran. Der fünfte und der sechste und so wieder rund hier rum. Haben wir wieder 22 lila Gummiringe aufgespannt. Die lila Gummiringe sind oben und die rosa sind unten. Und jetzt ziehen wir die rosa Gummiringe ab und die lila Gummiringe bleiben auf dem Stift drauf. Rosa Gummiringe zur Mitte abziehen. Und so rundherum. Die untere und die obere Reihe. Und der letzte Stift, den haben wir jetzt abgezogen. Jetzt sind nur noch lila Gummiringe auf den Stiften drauf. Die müssen wir jetzt auch alle nach unten drücken und dann wieder rosa drauf spannen. So, und jetzt spannen wir wieder rosa Gummiringe auf, fangen wieder bei dem Stift 2 und 3 an. Dann 3 und 4 verbinden wir miteinander mit einem Gummiring. Und so machen wir es weiter, bis wir alle rosa Gummiringe aufgespannt haben. Dann ziehen wir die lila Gummiringe ab und das wiederholen wir so oft, bis wir die richtige Länge haben. Wir haben jetzt von jeder Farbe 10 Reihen gemacht und jetzt fangen wir mit dem Herzchen an. Wir fangen wie immer bei dem zweiten Stift unten an und spannen ein lila Gummiring zwischen dem zweiten und dem dritten Stift und so werden wir insgesamt 5 Gummiringe aufspannen. 2, 3, 4 und 5. Und der sechste Gummiring ist in der Farbe des Herzens. In meinem Fall nehme ich jetzt Pink. Und dann spanne ich weiter lila Gummiringe auf. So bis zu Ende. Wir fangen wieder ganz links an. Die lila Gummiringe bleiben auf den Stiften und die rosa Gummiringe werden zur Mitte abgezogen. Und jetzt spannen wir rosa Gummiringe auf,
fangen wieder bei dem Stift 2 an, den zweiten mit dem dritten verbinden und so insgesamt 4 rosa Gummiringe spannen wir auf. 4, jetzt kommen 3 pinke. 1, 2 und 3 und der Rest ist rosa, wieder rundherum bis zu dem zweiten Stift unten. Und jetzt lummen wir die alle wieder zur Mitte ab. Und jetzt ist die nächste Reihe dran, die lila Gummiringe. Jetzt spannen wir 4 lila Gummiringe auf und dann 3 pinke und den Rest wieder lila. 3 und 4, wieder 3 pinke. Und den Rest wieder lila. Und jetzt lummen wir die Gummiringe wieder zur Mitte ab. Bei der nächsten Reihe fangen wir mit 3 rosa Gummiringen an. Dann kommen 5 pinke und der Rest ist dann rosa. 2, 3, 4 und 5 und der Rest ist rosa. So, jetzt haben wir rosa und pinke Gummiringe aufgespannt. Jetzt ziehen wir die lila Gummiringe zur Mitte ab. Und natürlich auch die pinke. Und jetzt spannen wir lila Gummiringe an. Auf. Wir fangen mit 3 lila Gummiringen an, dann sind 5 pinke dran und der Rest ist wieder lila und danach lummen wir die zur Mitte ab. Jetzt sind rosa Gummiringe dran. Wir spannen 2 rosa Gummiringe auf und dann kommen 7 pinke und den Rest wieder rosa. Und dann lummen wir die auch wieder ab. Und jetzt sind lila Gummiringe dran. Wir fangen mit 2 lila Gummiringen an. Und 7 pinke kommen danach. Und der Rest ist dann wieder lila bis zu Ende der Reihe.
und dann lumen wir die Gummiringe wieder zur Mitte ab. Und jetzt sind wieder rosa Gummiringe dran. Wir fangen mit einem rosa Gummiring an. Dann kommen 9 pinke. Und der Rest ist dann wieder rosa. So, jetzt sind lila Gummiringe dran. Einmal lila. 9-mal pink und den Rest wieder lila. Und jetzt ist wieder rosa dran. Einmal rosa, 9-mal pink und der Rest rosa. Und dann lumen wir die wieder ab. So, die nächste Reihe fangen wir wieder mit einem lila Gummiring an. Dann nehmen wir 4 pinke Gummiringe. Drei und vier. Dann kommt einmal lila dazwischen. Dann kommen wieder 4 pinke Gummiringe. Und der Rest ist dann lila. Bis zum Ende der Reihe. Die nächste Reihe ist die rosa Reihe. Wir fangen wieder mit einem rosa an. Dann kommen 3 pinke. Dreimal rosa. Und wieder 3-mal pink. Und der Rest ist dann rosa.
Und jetzt ist wieder lila dran. Einmal lila, dreimal pink. Dreimal lila. Dreimal pink und der Rest lila. So, die nächste Reihe ist wieder rosa Reihe. Fangen wieder mit zweimal rosa an, dann kommen zwei pinke, drei rosa, zweimal pink, der Rest rosa. Und jetzt sind wieder lila Gummiringe dran. Wir fangen mit zwei lila Gummiringen an. Da kommen zwei pinke. Dreimal lila, zweimal pink, und der Rest lila. Und jetzt ist wieder die rosa Reihe dran. Das ist die letzte Reihe, wo Pink vorkommt. Wir nehmen zwei rosa Gummiringe. Einmal Pink. Fünfmal rosa. Einmal pink, und der Rest ist rosa. Und dann lummen wir die wieder zur Mitte ab. Und ab jetzt machen wir wieder abwechselnd rosa Reihe und lila Reihen. Jetzt ist lila Reihe dran, dann wieder rosa, und das machen wir so lange, bis wir die richtige Länge haben. So, nach dem Herz haben wir jetzt von jeder Farbe 8 Reihen gemacht, und jetzt machen wir die Abschlussreihe. Dazu drücken wir alle Gummiringe richtig tief nach unten. Und jetzt fangen wir an, die Reihe abzuschließen. Wir nehmen die Gummiringe, die ganz rechts sind, und legen die auf den Stift daneben.
vorsichtig, dass die nicht abspringen. Dann gehen wir mit der Nadel in die Mitte rein und ziehen zwei untere Gummiringe durch die Mitte raus und legen die auf den Stift daneben. Müsst aber ganz vorsichtig arbeiten, damit die nicht abspringen. Da wird dann so ein Tropfen draus. Jetzt gehen wir wieder mit der Nadel in den Stift rein und nehmen die anderen zwei Gummiringe, die ganz unten sind, ziehen die vorsichtig raus und legen die auf den Stift links daneben. Jetzt gehen wir da in die Mitte rein, nehmen die zwei Gummiringe und legen die auf den linken Nachbarstift. Und so machen wir es rundherum weiter. Die untere Reihe haben wir jetzt fertig. Jetzt müssen wir den linken Stift, die zwei Gummiringe von unten, auf die obere Reihe legen. Also die zwei unteren Gummiringe rausziehen und auf den Stift da oben legen. Dann drehen wir es um. Und jetzt machen wir es so weiter, wie wir das vorher gemacht haben. Die zwei unteren, also in die Mitte rein, die zwei unteren rausholen und auf den Stift links legen. Und so weiter bis zum Ende der Reihe. Jetzt sind wir bei dem letzten Stift. Wir gehen mit der Nadel immer in die Mitte rein, nehmen einen rosa Gummiring und ziehen den da durch. Und dann ziehen wir diese linke Schlinge durch die rechte. Also mit der Nadel die einfach da durchziehen. Da haben wir so einen Knoten gemacht. Den ein bisschen fester zusammenziehen. Und dann können wir alle Gummiringe abziehen. So, jetzt haben wir unser Teil fertig gemacht. Jetzt drehen wir das von unten nach oben zusammen. Nehmen ein Glas und versuchen jetzt dieses Teil auf das Glas drauf zu ziehen. Dann rollen wir das runter. Und oben rollen wir das auch zusammen.
jetzt stellen wir nur noch die Stifte rein. Und dann ist unsere Stiftenbox fertig. Und wie man solche Stiftaufsätze macht, findet ihr auf meinem Kanal Iras Kreativideen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen.